Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Und wir haben folgende Situation: Die vier Dinger passen zusammen und wir müssen irgendwie was Neues schaffen. So, die wir Dinger aber nur drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist die heutige Aufgabe, drehen und wenden, wie es uns beliebt. Und der passt nicht. War ja mal wieder klar. Zack. So, einmal nur logisch gedacht, könnte das hinkommen. Ja. Nicht gerade. Hätte ja sein können, dass das hier wunderschön. Ach nee, das passt ja nicht. Scheiße. Oh. Ja, das könnte doch passen. Das sieht. Also, da müssen wir hier ein unten gerichtetes Dingsbums. Das wäre da hinten. Um 90 Grad gedreht. Genau, dann haben wir 6 Mal. Welche waren es? Okay. Sind noch übrig. Jetzt die, ne? Okay. Okay. So passt das Ganze ja nicht. Ach man, gleich zwei auf einen Streich. So, jetzt müssen wir noch das hier managen. Der kommt auf jeden Fall nicht hin. Aber der um 90 Grad gedreht könnte was werden. Schade. Und der hier, ganz einfach klar, wir haben nur noch 4 Optionen. Das ist irgendwie das Schöne daran. Over. Der mit dem hier gewechselt. Dann so rum. Jetzt gibt es nur eine Option. Mal schauen, wer da richtig. Ausgucken. Was? Nein. Richtig. Ja, falsch. It is a mold, and it is ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Naja, ein bisschen drüber. Now let us see what we have here. Und warten. Perfekter Abguss, ne? This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Wir können also diverse. Oh nee. Oh man. So. Nein, drehen und wenden können wir das nicht. Okay, zumindest mal das. Was? Alles klar. Thank you.
Oh. Das hier. Das ist bestimmt irgendwo. Ich habe keine Ahnung wohin. Dann fehlt uns hier aber ein großes Stück nicht. Nee. Ich habe es nur falsch herumgehalten. Das Doc, rechts oben Watson, für links could you please gehalten. Use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Ja, muss ich mal. Wir, guck mal, können einfach das. Okay. Ich dachte, da wäre jetzt logischerweise ein bisschen mehr Prozess dahinter. Also so kenne ich von früher noch mit den Sachen noch eben mit dem Dunkelkammer und Code, also aber so, naja, glaube ich die vereinfachte Version. Ahnung, das ganz ganz früher so war. Hey! The Pyramids of Giza in Egypt. Ice. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. Ice cream. Sir Rodney. Salt. Another archaeologist, most probably. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. My analysis table. It is useful for my work. Mit Salz und Eis. Naja, das kann man so sehen. Also, ich meine, warum nicht? Nein, nicht das. Ich wollte mit Watson sprechen. Aber gut. Hat doch nichts mehr übrig. What should we do next, Holmes? Wenn er rechts oder links geht. Logisch. Aber hier. Guck mal, Hundi, Tobi. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Okay, dann müssen wir uns hier mal Gedanken drum machen. Die Gussform und der goldene Dolch passt nicht so. Oha. Wir schauen mal, was wir so noch weiter zusammen. Hallo? Jump. Da geht's einfacher. Jump. Passt nichts. Okay. Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die aus dem Dampf stammt. Könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Also bin ich wirklich unschlüssig. Blinkhorns Demütigung. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet, doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Toll. Achso, nee, ich dachte schon, das spiele ich mit ab, aber ich. Ich hab's einfach gemutet, aber ihr hört's immer noch. Hä? Interessant. Egal. Pitkins Sorgen. Pitkin war nicht glücklich darüber, dass sich die Eröffnung der römischen Therme wegen Sir Rodney nicht verzögert. Hm. Na gut. Andersrum sein, also bin ich jetzt nicht mehr so sicher, muss ich eben. Hallo? Habe ich das? Oh. So, hier, Motiv, Übernahme aufhalten. Obwohl Pitkin der Inhaber der Therme ist, hätte er sie verloren, denn diese große Entdeckung hätte alles verändert. Durch sie wäre die Therme zu einem permanenten Ausgrabungsstätte geworden. Sie hätte Pitkin seine kommerzielle Ziele nicht erfüllen können. Wäre jetzt ja auch hier und hier haben wir Silberwaffe herstellen. Warum nicht? Machen wir doch. Wie?
Let us try to create an object from silver by using the mold. Rein da. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. So schnell geht eine Minute weg. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Und den Brenner mal. Done. Now I can proceed further. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Hmm. Vielleicht mal konfrontieren. Das hätte versteckt die Waffe im Dampfraum. Danach legt es in das Kohlebecken, um sie zu zerstören. Oha. Gleich so direkt. Da müssen wir aber mal schauen. Hm. Ich glaube, zuerst holen wir uns noch ein bisschen mehr Infos. Denn, ich glaube, die Thermen darunter sollen wir auch noch, in Thermen darunter sollen wir auch noch was suchen und das nicht gesehen. Und, ich bin ein bisschen unsicher, ob wir das wirklich tun sollen. Wir gucken mal. Nein, das war ja da runter, ne? Hier war's. Ding da runter. Machen wir noch. War das nicht hundertprozentig? Eingang zu Gruft nochmal ist. Ah. Da. Ja, wir sollen ja hier nochmal, guck mal in den Infos, besucht es die Gewölbe unter dem Frigidarian. Also da sollen wir nochmal hingehen. Und das Ding untersuchen. Ich weiß nicht mal mehr, was genau hier. Guck mal, Salz. A sack of crude salt. Ach so. Abgeschlossen. Interessant. Wir haben es nur noch gemacht und. So. Ah, wir müssen natürlich fortfahren klicken. Und nun. So, haben wir hier nochmal. Oh, die Eiswaffe herstellen. Ein Eisdolch, das wäre auch noch interessant, aber da wäre ja eine Pfütze im. Und wir haben ja das Ding gefunden. Wir haben Wasser darunter gefunden. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold.
ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach my... A block of ice. I have only to use... Ice... Yeah, it's... Cool. Oh, look. The temperature is reducing. A block of ice. 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 Nein. Komm mit. It's empty. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Ach so, das Timing muss auch noch stimmen. Ja, denn, meine Damen und Herren, die Zeit ist doch schon ein bisschen fortgeschritten und... Ich sag's mal so, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder mit diesem Eisexperiment, denn jetzt wissen wir, die Zeit ist relevant. Wir haben die richtige Vorgehensweise gemacht, aber wir sehen uns mal wieder. Bis dann, tschüss und tschüss.